Hey Leute, heute möchte ich euch ein paar sehr, sehr coole High-End-Produkte zeigen, wo ich finde, dass es sich wirklich lohnt, mal hinzugucken und die wirklich sehr gut performen. Und in dem Zug werde ich auch ein paar neue Produkte ausprobieren und euch zeigen, wie sie so funktionieren. Also wenn ihr sehen wollt, welche Produkte es in meine Schminksammlung geschafft haben und schaffen werden, dann bleibt auf jeden Fall dran und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert auf jeden Fall noch meinen Kanal, dann verpasst ihr auch keinen Beauty-Content mehr von mir. Nächste Woche gibt es wieder ein neues Video von mir und dann würde ich sagen, wir legen los. So, ich beginne gleich mit der Shiseido Synchro Skin Foundation und zwar habe ich hier die Farbe Opal. Diese Foundation mag ich super, super gerne, weil sie super schön auf der Haut sitzt. Sie ist von der Konsistenz super, super angenehm und leicht und lässt sich sehr schnell verteilen. Also man braucht wirklich nicht lange, um diese Foundation zu verblenden, weil sie so eine tolle Konsistenz hat und wie gesagt, fühlt es sich auch super leicht an auf der Haut. Ich weiß jetzt gar nicht, wie oft ich super gesagt habe. Und da ich ja auch eher eine trockene Haut habe, finde ich, dass sie mit einer trockenen Haut auch sehr gut funktioniert, ohne dass sie sich absetzt auf trockenen Stellen. Also ein ganz, ganz schönes Finish, sehr natürlich. Von der Deckkraft würde ich sagen, kann man sie aufbauen, dass sie so ja, eine mittlere Deckkraft hat. Man kann sie auch eher leicht auftragen, je nachdem, wie viel Produkt man eben benutzt. Aber auch wenn ich das ein bisschen aufbaue, sieht es nicht cakey aus oder sowas. Also ich finde, es sieht super schön aus. Ich finde, es macht die Haut einfach unglaublich schön ebenmäßig und sieht aber trotzdem total natürlich aus, weil man einfach die Struktur noch durchscheinen sehen kann. So ein ganz, ganz leichter Glow ist auf der Haut, also nicht so mega dewy oder sowas, aber so sehr natürlich. Und deswegen mag ich die vom Finish so unfassbar gerne. Man muss nur ein bisschen aufpassen, weil die oxidiert so ein bisschen ins Rosane. Und der Ton ist mir jetzt eindeutig ein bisschen zu hell, weil ich ein bisschen Farbe bekommen habe von der Sonne. Entschuldigung, aber ich habe keine andere Farbe da. Auf jeden Fall, das Einzige, was ich da bemängeln würde, ist, dass die Haltbarkeit jetzt nicht ganz so perfekt ist. Also ich habe Foundations, die halten bei mir wirklich einen 8-Stunden-Tag komplett durch. Da würde ich sagen, so nach 5 Stunden sieht man dann schon, dass es ein bisschen verschwimmt und so. Man muss es schon setten. Ja, ich würde es nach dieser Zeit so ein bisschen auffrischen. Aber das ist so das einzige Manko, sage ich mal. Ansonsten liebe ich sie über alles. Als Concealer verwende ich heute von Too Faced den Born This Way Concealer. Der ist echt so krass ergiebig. Also wenn man sich den Preis ansieht, aber dann überlegt, wie oft man den benutzen kann und wie wenig Produkt man davon braucht, das ist eigentlich mega gut. Also ich verwende immer bloß so einen Punkt, weil mir das sonst wirklich zu viel wird, weil ich finde, dass der sonst auch ein bisschen cakey aussehen kann. Und der ist einfach so krass ergiebig mit diesem einen Klecks. Kann ich hier alles komplett abdecken. Der ist richtig, richtig gut deckend. Und der gefällt mir echt gut, weil er schön auf der Haut sitzt, eine gute Deckkraft hat und ja, schön frisch aussieht. Zum Setten des Concealers verwende ich heute meinen RCMA Puder. Das mag ich so, so super gerne. Ist auch so ergiebig. Ich habe diese Flasche schon so lange und gefühlt ist einfach immer noch alles drin. Also das lohnt sich auf jeden Fall auch. Vom Preis her. Und ich wollte euch mal fragen, habt ihr vielleicht Empfehlungen für High-End-Puder für unter dem Auge, also für Concealer? Würde ich mal gerne von euch wissen, welche Produkte ihr mir da empfehlen könnt. Ich gucke mich gerade so ein bisschen um, weil ich Lust habe, auch mal was anderes auszuprobieren. Vielleicht Anastasia Beverly Hills oder sowas. Schreibt mir doch bitte mal eure Empfehlungen in die Kommentare. Ich würde so gerne wissen, was ihr so benutzt. Aber das RCMA-Puder ist einfach so toll. Ich liebe es. Die Foundation werde ich jetzt mit dem MAC Studio Fix Powder verwenden. Ich habe hier die Farbe NC20, ist mir wahrscheinlich jetzt auch zu hell. Ich habe aber keine andere Farbe da. Ich muss mir echt mal auch ein dunkleres Puder besorgen. Ich habe nicht gedacht, dass ich dieses Jahr so schnell braun werde. Das MAC Studio Fix ist einfach immer noch mein absolutes Lieblingspuder. Ich finde, es sitzt bei mir einfach so perfekt. Ich kann mich einfach nicht beklagen über dieses Puder. Sieht einfach immer toll aus und gibt nochmal so eine zusätzliche Deckkraft, falls man noch irgendwelche Rötungen hätte oder so. Und diese kleinen Pickelchen, die ich jetzt hier habe, ich habe hier zwei so Äumel gekriegt, die werde ich jetzt hier auch gezielt mit diesem Puder so ein bisschen abdecken, weil das eben eine super gute Deckkraft hat. Und dann kann ich die so ein bisschen kaschieren.
Dann kommen wir zu Bronzer, Blush und Highlighter. Und da habe ich was Neues da, was ich heute gerne zusammen mit euch ausprobieren würde. Und zwar habe ich hier was von Purish zugeschickt bekommen vor kurzem. Und zwar ist es die Ofra und Samantha March Collection. Es sieht so schön aus. Also wir haben hier drin Bronzer, Blush und Highlighter. Und auch ein paar Lippenprodukte, die werde ich später auch noch ausprobieren. Und sieht diese Verpackung nicht süß aus, oder? So sieht übrigens die Kollektion von innen aus. Ich werde jetzt mal mit dem Bronzer anfangen. Das hier ist der Bronzer. Das hier ist ein Bronzer-Duo in der Farbe River. Und was ich halt cool finde, ist, dass auf der Seite so ein matter Bronzer ist und auf der Seite so ein schimmernder Bronzer. Also voll schön, je nachdem, wie man es haben möchte, kann man entweder schimmernd oder matt benutzen oder beides zusammen. Ich werde jetzt heute nur mal den matten benutzen. Ich vermute, dass die Pigmentierung sehr gut sein wird, weswegen ich da jetzt bloß leicht reingehe. Und ich schaue erstmal, was passiert. Ja, also ich finde schon, dass er eine gute Pigmentierung hat. Also ich bin jetzt wirklich so soft hier reingegangen und trotzdem kann man gut Farbe sehen. Der lässt sich auch ganz, ganz toll verblenden. Ich werde den Bronzer heute auch so ein bisschen hier am Hals auftragen, weil ich so weiß bin hier am Hals, im Gegensatz zur Brust. Es sieht total komisch aus. Es passt irgendwie nicht zusammen. Also ich finde den Bronzer echt schön. Also die Farbe scheint auch ganz gut zu passen. Foundation ist jetzt halt ein bisschen zu hell, aber egal. Aber das Finish von dem Bronzer finde ich sehr schön. Das ist nicht mal komplett matt, würde ich sagen, sondern so Satin oder so. Ich weiß nicht genau, wie man das nennt, aber nicht komplett matt auf jeden Fall. Und was sagt ihr dazu? Ich finde ihn auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ich werde nächstes Mal den Schimmernden mal ausprobieren. Aber die Seite gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Dann haben wir hier ein Blush-Duo, auch wieder matte Seite und schimmernde Seite. Das ist übrigens die Farbe Chic Lit. Und den Schimmernden kann ich mir total gut so als Blush-Topper vorstellen. Ich habe das schon mal kurz geswatcht auf dem Armrücken. Auf dem Handrücken. Auf dem Armrücken, wer sagt sowas? Und sah echt schön aus. Und ich glaube, ich werde das heute auch mal ausprobieren. Wobei ich glaube, dass das schon dann sehr schimmernd sein wird, aber egal. Ich nehme auf jeden Fall erstmal hier die matte Seite. Die Pigmentierung gefällt mir sehr gut. Also so wie ich jetzt hier reingegangen bin, auch eher sanft, finde ich es genau perfekt, weil ich es dadurch super schön dosieren kann. So ein schönes Peachy Rosé irgendwie. Also nicht zu korallig. Und dann hat so was leichtes Roséfarbenes drin, also es gefällt mir sehr gut. Ich glaube, so eine Farbe habe ich noch gar nicht. So ein schönes Finish, so ganz, ganz, ganz sanften Perlschimmer, also so ein bisschen, aber so frisch. Also für Alltags-Make-up kann ich mir das auch wahnsinnig gut vorstellen. Ich bin in love. Ich liebe diesen Blush, oh mein Gott. Und ich möchte jetzt diese Farbe auch unbedingt ausprobieren. Ich werde jetzt hier so einen Fächerpinsel nehmen. Und nur ganz, ganz leicht hier drüber gehen. Nur ganz wenig. Weil ich nicht will, dass es dann zu krass wird. Oh, ich liebe es. Vor allen Dingen die Farbe passt auch perfekt. Es sieht zuerst so ein bisschen zu dunkel aus, aber wenn man es dann hier ganz sanft aufträgt, finde ich es dann genau perfekt. Oh, ich liebe es. Und weil wir noch nicht schon genug Glow im Gesicht haben, benutzen wir jetzt noch einen Highlighter. Und zwar ist in der Kollektion dieser Highlighter drin, den finde ich auch super interessant von den Farben her. Und zwar ist es der Highlighter in der Farbe Start Inspired. Und zwar haben wir hier, wenn ihr es sehen könnt, zwei verschiedene Farben. Einmal so einen roséfarbenen Highlighter und einmal so einen goldigen. Was ich so cool finde, dass einfach zwei verschiedene Farben in diesem Blush drin sind. Kann man eben benutzen, worauf man gerade Lust hat. Ich glaube, heute werde ich den goldigen benutzen, weil ich glaube, dass mir der roséfarbene so ein bisschen zu silbrig ist für den Look heute. Ich werde jetzt einfach mal den goldigen benutzen. Ui! Okay, der ist gut pigmentiert auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr könnt es dann so gut sehen, so wie ich das immer sehe. Wow, der ist nicht schlecht. Ich versuche den noch ein bisschen stärker zu verblenden, weil ich mag das nicht, wenn er so streifig ist, also nicht mehr.
Wow. Hola. Hola. Wow. Der ist echt geil. Man sieht zwar schon, wenn man so ein bisschen näher rangeht, hier und da mal so Glitzerpartikel. Der ist jetzt nicht ganz so extrem fein gemahlen, aber das ist jetzt nicht zu grob. Also das ist wirklich noch was, was ich tatsächlich tragen würde. Weil die ganz groben Glitzerpartikel sind ja nicht so meins, aber es ist wirklich nur hier und da mal so ein Glitzerpartikel-Ding zu sehen. Ansonsten finde ich, verschmilzt er sehr gut mit der Haut. Oh, hello. Oh yes. So geil, oder? Ich liebe diese Kollektion. So, dann werde ich das Ganze setten mit diesem Pixi Glow Mist, weil wir ja noch nicht schon genug Glow im Gesicht haben, brauchen wir noch ein bisschen mehr Glow. Und ich benutze es auch sehr gerne, weil das auch Arganöl drin hat. Und ich finde, es ist vom Gefühl, nicht nur, dass es super schön glowy danach aussieht, sondern einfach auch so pflegend ist. Es fühlt sich so toll an auf der Haut. Also ich habe ja eher eine trockene Haut. Bei einer fettigen weiß ich natürlich nicht, wie das dann ist, aber bei mir funktioniert es so gut und die Haut sieht danach super frisch und durchfeuchtet aus. Und habe das Gefühl, dass es einfach noch so zusätzlich pflegt. Deswegen benutze ich das so gerne. Und der Sprühnebel ist auch sehr, sehr weich. Und jetzt könnt ihr sehen, mein Gesicht strahlt jetzt noch ein bisschen mehr, ist noch ein bisschen glowier. Love it. So, ich werde meine Augenbrauen jetzt noch ein bisschen nachzeichnen. Ich habe zwar dieses Maybelline Tattoo Brow noch drauf, übrigens schon 3 Tage, voll krass. Nur hier hinten ist es schon ein bisschen abgegangen, deswegen werde ich es hier hinten noch ein bisschen nachzeichnen. Und da habe ich von Benefit dieses Brow Powder, was ich auch super schön finde. Leute, zählt mal bitte, wie oft ich super gesagt habe. Sorry. Und es hat hier so 2 Farben, einmal ein bisschen was Helleres und was Dunkleres für außen. Ein sehr schönes Puder, lässt sich total schön auftragen und hält auch ganz gut. Also ich habe nicht das Gefühl, dass das nach einer Zeit einfach verschwimmt oder so, sondern das sieht echt schön aus und man kann es total einfach auftragen. Es kostet eigentlich überhaupt keine Mühe und es macht die Brauen halt einfach durch das Puder so ein bisschen natürlicher als ein Augenbrauenstift zum Beispiel oder eine Pomade. So, für meinen Lidschatten benutze ich heute mal eine Palette von Pixi, die ich schon so lange nicht mehr benutzt habe. Und zwar ist es die Natural Beauty Palette. Die könnte für viele ganz interessant sein, die es ein bisschen natürlicher wollen von den Farben. Eine super schöne Nudes Palette. Habe ich aber bis jetzt einfach zu selten benutzt, ist aber echt schön zu benutzen. Vor allen Dingen die Schimmertöne finde ich ganz, ganz toll. Ich finde, mit der Palette kann man so gut arbeiten, man kann super leicht verblenden, die Farben lassen sich schön aufbauen und die Schimmertöne sind ganz, ganz toll butterig und haften sehr gut auf dem Lid. Also ich finde die Palette insgesamt ganz, ganz schön. Ich werde mir jetzt noch ein paar Lashes draufkleben, um ein bisschen mehr Drama reinzubekommen. Und zwar habe ich hier die Melody Lashes. Die sind ganz, ganz krass fluffig. Ich finde die so unfassbar toll. So, die Lashes sind drauf. Ich finde sie einfach so, so schön, einfach weil sie so fluffig sind, so mehrdimensional, also so mehrlagig, so 3D-Wimpern. Oh, ich liebe sie, vor allen Dingen die Form ist auch mega. Und zum Schluss möchte ich diese beiden Produkte noch ausprobieren. Das sind 2 Lippenprodukte. Und zwar habe ich hier einmal den Long Lasting Liquid Lipstick in der Farbe Story. Das ist auch aus dieser Samantha March Collection mit Ofra und ich liebe ja Liquid Lipstick. Okay, das ist von der Konsistenz mehr mousseig, also nicht so ein richtiges Liquid, sondern so mousseartig. Hat eine sehr gute Farbabgabe und es ist eine mega schöne Farbe. So ein dunkles Rosé-Nude. Hammer! Ich liebe diese Farbe. Ihr wisst ja, ich liebe ja Mauve-Töne. Und das ist ein bisschen dunkler. Macht den ganzen Look jetzt noch ein bisschen so
Abend-Make-up-Look mäßig. Ich liebe den! Ihr merkt schon, ich bin heute so begeistert. Ich liebe diese Kollektion. Also mir haben alle Produkte aus der Kollektion gut gefallen und der Liquid Lipstick toppt jetzt alles. Ich liebe ihn. Ich finde ihn toll. Es trocknet auch relativ gut runter. Ich glaube aber nicht, dass es komplett kussfest ist. Ja, also man hat hier auch so einen leichten Abdruck. Gut, ich habe es jetzt nur 2-3 Minuten trocknen lassen. Vielleicht muss man das ein bisschen länger trocknen lassen. Auf jeden Fall bleibt trotzdem noch sehr viel Farbe zurück. Also, love it. Und als Topper werde ich jetzt hier diesen Gloss noch ausprobieren. Ich finde den Look zwar so perfekt, aber ich möchte den Gloss auch noch ausprobieren. Ich werde mir den hier einfach so ein bisschen drauf tupfen. Hier nur im Zentrum. Und es blustet die Lippen, finde ich natürlich noch so auf, wenn das Ganze noch schimmert. Mega schön. Als Topper. Geil. Und das wäre auch der fertige Make-up-Look. Ich bin wirklich so gespannt, was ihr zu dem Look sagt, weil ich persönlich liebe diesen Look. Es ist genau mein Farbschema sowieso. Aber die Produkte, mega. Vor allen Dingen die neuen Produkte, die ich jetzt ausprobiert habe, haben mich alle umgehauen. Ich liebe sie wirklich. Und vor allen Dingen jetzt diese Lippenkombi auch. Love it. Ja, ich bin so gespannt, was ihr zu den Produkten sagt und ich hoffe, ich konnte euch ein paar tolle High-End-Produkte zeigen, wo es sich auch mal lohnt, ein bisschen zu gucken. Auf jeden Fall hoffe ich, ihr hattet Spaß und ihr schaltet beim nächsten Video auch wieder rein. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, hinterlasst mir auch gerne mein Abo. Hinterlasst mir auch gerne ein Abo, so verpasst ihr auch kein Beauty-Content mehr von mir und nächste Woche gibt es natürlich wieder ein neues Video von mir. Ich wünsche euch auf jeden Fall bis dahin eine wunderschöne Zeit. Bis bald!